So Leute, da sind wir wieder mit unserem Let's Play Advance Wars. Gestern haben wir etwas über den Luftangriff erfahren, heute lernen wir etwas über die Luftabwehr. Wie schon gesagt, Raketen und Missiles. Meine Vorgesetzten waren leider sehr unachtsam in letzter Zeit. Der Gegner besitzt Jäger und Bomber im Gegensatz zu uns. Zumindest konnte ich uns einige Missiles zu Übungszwecken beschaffen. Außerdem besitzen wir Raketen. Nach allem, was du, Fox, geleistet hast, ist das das Mindeste. Scheinbar ist uns der Feind immer etwas überlegen. Das tut mir leid. Naja, marschieren wir los. Luftabwehr. Bam, 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 bam. Ja, also, ohne dass Nell was sagt, wir haben Missiles. Und ihr seht schon, das sind Raketenwerfer. Das ist so der große Bruder von dem da. Von der Artillerie. Die Artillerie seht ihr hier. Eins nix und dann, also 2 bis 3 Reichweite. Hier seht ihr 3, 4, 5, also 3 bis 5 Reichweite. Die Missiles haben eine Reichweite von 3 bis 5, genauso wie Raketenwerfer. Sie sind aber auf den Fernkampf spezialisiert. So, jetzt können wir feuern. Und schaut mal, wer weg ist. Der Bomber ist weg. Abgeschossen. Einfach so, vom Himmel geholt. Das ist anders als Flackernetten nicht direkt angreifen, aber leiden sie auch keinen Schaden. Ja, okay, sie können nicht fahren und dann sofort das Feuer eröffnen. Versuche den Gegnern Reichweite in der Missiles zu bringen. Ja. Aufgemotzte Infanterie und ich würde nur sagen, tschüss. Auch sehr schön. Raketenwerfer sind eine sehr tolle Angelegenheit, um den Gegner ein wenig einzuheizen. Da oben hat er noch was. Nee, das wäre ja blöd jetzt. Die schicken wir aber nicht zu weit weg. Das wäre jetzt fatal. Fraternité und Egalité und so weiter. Schwarz-D. Wenn wir jetzt hier schießen, dann haben wir da 44%. 25%. Warum uns in den 65%, ja. Ich meine, ja, die schießen mir den jetzt in der nächsten Runde wahrscheinlich runter. Aber soweit ich das gesehen habe, hat er keine Jäger? Fragezeichen. Also, Wayne, Leute, Wayne. Sag mal so frech. Und sagen einfach, der hat eh keine Chance. Das war ein wenig überheblich. Hier, das ist zum Beispiel auch gut. Ich werde jetzt, wenn ich den hier wegnehme, kann er hierher fliegen. Und das wäre ja ein wenig blöd. Also er könnte rein theoretisch bis dahin fliegen. Aber dann dieses, weil das immer so ein abgezacktes Feld ist. Also müssen wir natürlich dort jetzt ein wenig einen Wall lassen. Den bauen wir uns hier auf, damit auch die Helis nicht rankommen. So, natürlich, das war klar, versucht er jetzt den Raketenwerfer, der sich nicht wehren kann im Nahangriff zu erwischen. Das Problem an der Geschichte ist jetzt natürlich, dass er, um das so zu schaffen, das Problem ist jetzt, dass irgendwas war ein Problem. Achso, er kommt nicht mehr in die Mittelreichweite. Immer schlimm, wenn ich nicht weiß, was ich sagen will. Komme mir mal vor wie so ein Plebs, aber vielleicht nutze ich die Chance, wenn Olaf noch was macht, dann trinke ich einen Schluck Apfelsaft. Moment. So. Das musste eben sein. Und ihr seht natürlich, er ist zu nah dran. Aber dann holen wir erstmal die da runter. Dann holen wir uns den hier ran. Ihr seht, das ist jetzt das Problem. Er kann hier rumfliegen. Das können wir jetzt so verhindern, indem wir einfach die Aufstellung so machen. Jetzt kommt er überall ran, nur da nicht. Das können wir damit noch angreifen.
Weil der ist sowieso nächste Runde verloren. Greifen wir das da an, okay. Bam. 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 Oh, damit kommen wir bis dahin. Ich wollte mal sagen. Das ist doch schon mal was, ne? Können wir damit? Ich hoffe ja mal. Ja, damit können wir den ranlocken. Um den auch zu erledigen. Ach, bin ich blöd. Bitte nein. Okay. Ich sag ja schon nichts. Ich habe ihn jetzt gerade eingeladen, mich zu töten. Aber na gut. Achso, ich habe ihn angeklickt. Ganz ehrlich, so blöd kann auch nur ich sein. Dann nehmen wir uns jetzt da ein Gebäude ein und fertig ist die Geschichte. Ich bin sauer. Ha, okay. Super. Das hast du schön gemacht. Natürlich hat er mein TTP erledigt, aber... ja. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich wusste gar nicht noch mehr, dass das so unbalanced ist, dieses System. Ja, okay, da kommt dieser eine Panzer und macht natürlich richtig viel Schaden. Das war auch so zu erwarten. Also, als allererstes schießen wir den runter mit 120%, bevor wir uns um was weiteres kümmern können. Dann schießen wir den runter mit hoffentlich 100%. Ja. So, jetzt holen wir uns natürlich mit dem Raketenwerfer. Ich meine, ja, komm. Den Missile Launcher brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Also rein theoretisch. Ich meine 57%. Ja, machen wir weg. Was gibt es denn jetzt noch Lustiges zu erzählen zum Thema? Wir haben jetzt dort ein Gebäude eingenommen. Wir versuchen es. Mal Glück haben. Ja, wir haben Glück. Können wir jetzt nicht mit dem Kampfpanzer schon weiter vorrücken? Auch wenn das... Normalerweise wäre das totaler Blödsinn. Deckung 2 gegen Deckung 1 geht aber noch. So können wir dort gleich das Gebäude einnehmen. Leider haben wir kein T-Heli mehr, sonst könnten wir versuchen, hier rüber zu fliegen. Aber jetzt müssen wir uns langsam halt rumkämpfen. Das tangiert mich jetzt nur peripher, muss ich dazu sagen. So, und dann kommt der nächste Runde wieder. Aufgefüllt und so. Ich habe früher mal versucht, alle möglichen Einheiten jede Runde zu bewegen. Was natürlich bei Fernkampfeinheiten grober Unfug ist. Natürlich die angreifen, die gefährlich werden könnten. Auch wenn sie sich nicht getraut haben anzugreifen, sie haben Missiles, also ja. 28%, das sollte auch reichen. Peng, 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 peng. Und dadurch, die nicht ganz angreifen, ganz fertig machen werden, denke ich, dass er mich nächste Runde angreift. Hab ich so irgendwie im Gefühl. Nee, tut er nicht.
Grobe Fahrlässigkeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich würde einfach sagen, wir warten hier mal eine Runde. Holen die hier noch hoch. Also vor allem den da. Mit dem. Das ist natürlich logisch. Das ist ein bisschen stärker. Also machen wir das so, weil. Ja. So brauchen wir uns vor ihren Mechgewehren dann allerdings nicht fürchten. So, locken wir ihn da hinten raus aus der Reserve. Ja, dann brauchen wir hier doch noch welche oben. Weil der kann hier sowieso nichts. Doch. Kleinvieh macht auch Mist, wie man so bekanntlich sagt. Und ich sehe gerade, es wird wieder so ungefähr klappen, dass es genau eine Mission wird. Haben wir jemals was anderes erwartet? Ich glaube nein. Sind ich beinahe. 40%. Schießen wir die auch noch weg. Ballern wir den runter? Ja, machen wir. Was nuschelst du in deinen Bart rein? Opa. Lern erst mal laufen, Opa. Das war jetzt eigentlich nicht die beste Idee, aber naja, gut. Er zieht sein. Unverständlich. Dann bekäme ich ihn, wenn er wieder da unten stände. Okay. So Leute, das musste mal eben sein. Das habe ich mir natürlich da weggeholt. Das ist aber nicht so schlimm. Wie es vielleicht aussieht. Denn ich habe immer noch meinen Kampfpanzer. Und mit dem würde ich sagen 55%. Gemacht. Mach nur weiter so. Arr, diesmal hatte ich überhaupt keine Chance. Nee. Warte nur bis zum nächsten Mal. Ich kann nicht so rumschreien. Ich muss die Flurtür offen lassen und das schallt dann so. Ja, Kraft war super. Bam, 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 bam. Bestehende Daten überschreiben. Ja, natürlich. Okay. Wir sind schon ein wenig gespoilert. 1, 2, 1, 2. Moment. 4. 4 Stück haben wir noch. Das werden wahrscheinlich also auch noch 4 Folgen sein. Dann sind wir schon bei 10 Folgen. Und nur, damit wir diese ganze Dings hier gemacht haben. Naja, witzig. Ich würde sagen, Leute, aber damit beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Das war's für heute mit Let's Play Advance Wars. Ich würde sagen, bis dahin und tschüss.